Ja, hallo Leute. Heute mal ein kurzes Video auch dazu noch. Aktueller Stand ist so, dass die Dyson-Sphäre fast voll ist. Es fehlt noch ein paar Kabel und dann sind wir eigentlich startbereit. Für den Zwischenstand alles voll. Lediglich die High-Voltage-Kabel fehlen uns noch. Da sind wir aber auch schon fast gut dabei. In der Zwischenzeit schauen wir mal, was unsere ARC-Reaktoren machen. Und ich habe noch eine kleine Sache entdeckt in dem Bereich. Und da möchte ich jetzt mal schauen, was da dahinter steht.
Sorry für die Unterbrechung. So. Ja. Das sind die beiden Arc. Das ist die Vorproduktion. Die brauchen tatsächlich eine kleine Linie hier mit Schwarzmetall und so weiter, um hier das E65 zu produzieren. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Also hier oben ist übrigens so ein Gleiterwrack. Das war auch der Hintergrund, warum ich da drauf gekommen bin. Als hier lang geht, glaube ich, eins zu hoch. So, hier sind wir. Da ist eine verschlossene Höhle. Jetzt bin ich schon sehr gespannt. Was da dahinter ist. Wow. Ja, wow. Jetzt bin ich echt überrascht. Eine echte Unterwasserhöhle. Außerdem scheint hier nichts zu sein.
fällt mir gerade so auf. Ich habe, glaube ich, noch nie ausprobiert zu tauchen. Geht das überhaupt? Auf den scheint aber hier nichts zu existieren. Vielleicht kommt da später noch was. Ja. Kleine Baulücke mit den Arc-Reaktionen, aber so schauen sie aus. Also das Innere. Liefern jetzt 10 Gigawatt. Auch nicht schlecht. Leider ist ein Teil des Treibstoffs, der Arc-Fuel, radioaktiv, das ist das leider. Deswegen ist es nicht recht viel besser als ein Atomkraftwerk, das Teil. So. Was sehr gut ist, muss ich sagen, er braucht fast keinen Treibstoff. Also das geht, man kommt mit relativ wenig aus, wenn die Dinger mal laufen. Für den Startup braucht man leider jeweils 2000 von diesem Arc Fuel und von den E65. Aber während dem Betrieb braucht er fast gar nichts. Mit dieser kleinen hier ohne Probleme aus. Ja, ihr habt vielleicht auch schon den neuen Trailer gesehen zur Version 3. Zum Update 3. Hat mich sehr gefreut zu sehen, dass sie einiges wohl aus den Mods übernommen haben, unter anderem diese Wandhalterungen für den Strom sind mit dabei, es sind Fenster dabei, es sind Railings dabei, es sind neue Rampen dabei, es sind wohl Überkopf-Rampen und solche Sachen dabei. Also jetzt wird es zum Bauen dann auch im nicht gemoddeten
Satisfactory recht interessant wird. Gut. So viel jetzt mal hierzu. Ich werde wieder online gehen und euch das zeigen, wenn ich die Dyson-Sphäre hochfahre. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch heute passiert. Also wünsche ich euch noch viel Spaß. Euer Micromac.